Ich war gerade bei der Physio. Wir haben 34 Grad in Berlin. Ich bin so durch. Ich habe noch gar nicht was gegessen. Also vorhin so ein ganz kleines bisschen Quark und einen Kaffee und gefühlt schon einen Liter Wasser oder so. Und jetzt musste Mutti unbedingt noch hier zu Berger, weil irgendwas benötigt wird. Ich glaube, sie hatte irgendwas von Ashokara gesagt oder so. Ich hab so einen Hunger. Es ist jetzt sozusagen Frühstück um 14.30 Uhr, 15 Uhr. Ich habe vorher noch nichts gegessen. Aber dafür ganz schön viel Kaffee getrunken. Vorhin ist mir was aufgefallen. Also vielleicht auch aus der Situation irgendwie heraus, so mit dem Warten auf den Befund und sowas. Naja, keine Ahnung woher, aber ich sag ja immer, ich habe sowas wie meine Kurzzeitdepression oder so, was ja irgendwie ein erfundenes Wort ist. Sowas gibt's in Wirklichkeit ja nicht, hoffentlich. Aber so in den Momenten, wenn ich irgendwie nicht so gut drauf bin. Und vorhin hatte ich eine kurze Phase davon und gestern war ein bisschen mehr und so weiter. Und im Endeffekt kann ich ja eh nichts tun. Aber was mir aufgefallen ist, ist, dass man in dieser Situation, oder nicht dass man, sondern dass ich in so einer Situation mir anfange, irgendwie traurige Musik und sowas anzuhören und dann natürlich auch so Gedanken dazu mache. So wie so ein Gespräch mit sich selbst oder sowas. Und dass ich mir teilweise irgendwelchen Scheiß erzähle, der einfach nicht stimmt. Also der einfach Blödsinn ist. Und ganz komische Sachen damit einbringe, wie deshalb kannst du das nicht oder deshalb geht das nicht. Und das dann versuche irgendwie für mich so zusammenzuschieben, als wäre das wirklich so. Und der Knackpunkt kam dann, als Mutti mir gesagt hat, von wegen, hast du dir mal zugehört? Also weil ich rede dann ja auch mit Mutti und erzähle dann einfach irgendein Brösel, was dann für mich irgendwie Realität geworden ist. Und das Sinnlose daran ist ja, dass man sich das selber zusammenredet und dann formuliert man es so und denkt sich, das ist deswegen so und das ist deswegen so, dass es so gerade in diesen negativen Circle so reinpasst. Also man denkt negativ und schmiedet sich das so zurecht, bis es wirklich ein berührt und einen irgendwie runter macht. Also ich weiß nicht, ob ich das richtig formuliere, aber es ist so, als hätte man irgendwie einen schlechten Tag und macht sich den Tag dann noch schlechter. Man hat schlechte Gedanken und durch das Nachdenken und dieses Zusammenflunkern und sonst was wird es dann noch schlimmer. Warum mache ich das? Macht das einer von euch? Ganz schnell raus aus der Birne. Aber kein Quatsch, es ist mir so bisher noch nicht aufgefallen und habe ich schon ein paar Mal gehabt. Gestern zum Beispiel. Was übrigens im Hintergrund so brummt. 35 Grad gerade und morgen haben wir 36 bis 37 bekommen. Geht gar nicht, Alter.